Heute zeigen wir euch Übungen bei Verspannungen im Wirbelsäulenbereich. Dafür stellt ihr euch hüftbreit auf, die Arme hängen locker am Körper. Dann wandert der rechte Arm nach oben über den Kopf und ihr neigt euch zur Seite, sodass die seitliche Rumpfmuskulatur gedehnt wird. Wichtig ist, dass das Becken dabei unverändert in Position bleibt und nicht verdreht. Das Ganze halten wir ein paar Sekunden und gehen dann zurück in die Ausgangsposition. Nun wiederholen wir das Ganze auf der anderen Seite. Der linke Arm zieht über den Kopf und ihr dehnt euch auf die rechte Seite, sodass die seitliche Rumpfmuskulatur gedehnt wird. Auch das halten wir wieder ein paar Sekunden und kommen dann zurück in die Ausgangsposition. Bei der zweiten Übung, der Seitwärtsrotation, streckt ihr die Arme auch horizontal aus. Dann dreht sich der Oberkörper auf die Seite. Ihr dreht euch zuerst zur linken Seite und der rechte Arm wird angewinkelt. Das haltet ihr wieder ein paar Sekunden und dreht euch dann zurück zur Mitte. Dann dreht der Oberkörper in die andere Richtung, zur rechten Seite, und ihr winkelt den linken Arm an. Achtet dabei darauf, dass die Arme waagerecht sind und nicht nach unten sinken. Auch das wieder ein paar Sekunden halten und dann wieder zurück in die Ausgangsposition kommen.